Ja, so, jetzt noch mal ein kleines Video hier von mir. Und wie man sieht, ist das jetzt schon mal besser mit der Kamera. Ich habe also jetzt mir auf dem Internet ein Stativ bestellt. Und das ist auch ultra light und so und kann man so ganz kompakt zusammenschieben. Also, dass ich jetzt erstmal ein bisschen bessere Qualität habe. Jetzt muss ich nochmal sehen, wie das mit dem Sound ist, ob das auch alles okay ist so. Und dann kann das Videogefilme losgehen. Nun habe ich hier auch Neuigkeiten, nicht so tolle im Grunde. Und zwar, als ich also dieses Stativ, ich habe mir halt das Stativ bestellt und ein Verlängerungskabel für meinen Generator und das Paket, meine Pakete, wenn ich dann, weil das halt so weit ist zum Briefkasten und man hier in den Bergen auch nie so wirklich genau weiß, wann der Postbote kommt, so ungefähr kann man es abschätzen, aber nicht wirklich. Und dann, damit ich dann nicht stundenlang dann da unten rumstehen muss und auf die Post warten muss, werden die Pakete dann bei dem Nachbarn, der auch hier der Besitzer von dem Land mit diesem kleinen Häuschen ist, wo ich lebe, abgegeben. Und dann bin ich halt dahin, um das Paket abzuholen. Und dann hatte ich schon so ein Feeling irgendwie und dann sagte er, komm, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Und dann kam seine Frau dann auch dazu und da haben sie mir dann eröffnet, dass die jetzt den Pachtvertrag nicht verlängern wollen und ich mir was anderes suchen muss. Beziehungsweise also von deren Seite erstmal, das heißt, dass ich jetzt 6 Monate habe und in 6 Monaten spätestens muss ich dann halt hier weg. Das ist erstmal schon mal ein gutes Timing, weil ich ja wollte eigentlich jetzt diese Woche, also kommende Woche, Zäune bestellen. Die bestelle ich jetzt natürlich dann nicht mehr. Und ja, das war dann erstmal so ein Schock, wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, dass es ein Schock war oder ist, aber schon erstmal Überraschung. So, dass wie das so gekommen ist und dann auch die Argumentation des Warum, was ich jetzt hier nicht weiter erklären will, das geht ja auch im Grunde nur die und mich was an erstmal, das ist auch so ein bisschen fadenscheinig gewesen, oder ist es? Aber okay, da kann ich nichts dran ändern, keine Ahnung, was da jetzt bei denen im Kopf los war. Das heißt für mich jetzt, dass ich umziehen muss, dass ich zumindest erstmal hier ausziehen muss. Und jetzt muss ich erstmal für mich, glücklicherweise habe ich 6 Monate Kündigungsfrist und Zeit, mich zu organisieren. Und jetzt muss ich halt für mich entscheiden, welche Piste ich jetzt verfolge. Also, ich habe kein Auto, ich habe kein Geld. Also außer das Geld, was ich halt so zum Leben brauche, was ich vom Amt kriege. Und ich habe ganz viel Zeug, inzwischen Werkzeug vor allem. Und so, jetzt hieß es dann, neues Terrain finden, neuen Platz. Und wenn dann so ein Haus wie hier drauf steht, toll. Wenn nicht, dann hätte ich genug Material mit zumindest für den ersten Winter oder so erstmal, weil wenn ich jetzt 6 Monate von jetzt anrechne, dann komme ich auf Ende August, Anfang September, wo ich dann hier weg muss, dann Umzug und alles, also ja locker mal 2 Wochen, wenn ich umziehen muss, weil ich ja erstmal alle Sachen runterbringen muss irgendwo hin, wo man dann einen LKW, der dann gemietet werden müsste, was auch wieder viel Geld und Kaution und alles kostet, laden kann und um dann auf das neue Terrain, auf den neuen Platz zu bringen, alles. Also das würde erstmal schon mal ganz viel Geld kosten. Und dann habe ich ja diesen Platz auch gar nicht. Jetzt bin ich am Überlegen, gut, da könnte ich vielleicht meine Annonce machen, in Französisch und Englisch und vielleicht jetzt mit
Brexit, dass dann irgendwelche englischen Hippies dann lieber wieder auf ihre Insel fahren und irgendwie Land verpachten oder ganz billig verkaufen oder so. Aber da ist es auch schon wieder kompliziert, weil jetzt hier brauche ich nichts bezahlen und ich hätte zwar Anspruch auf sowas wie so ein Wohngeld, Miete, aber als Einzelperson erstmal auch nur 238 Euro, glaube ich. Also da kann man dann vielleicht ein Fahrradschuppen von mieten. Und dann auch sowieso schon mal nicht für sowas. Also das gibt's nur, dieses Mietgeld, das gibt's nur, wenn man dann einen richtigen Wohnungsmietvertrag aufzeigen kann. Und das heißt Stadtwasser und Abwasser und Strom, Atomstrom und alles. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also, ich werde auf alle Fälle weiter googeln und gucken, ob ich irgendwie einen Platz oder was finde, wohin ich umziehen könnte. Ich habe dann aber auch schon ein paar Ansprüche. Das heißt, dann will ich wieder sowas haben, was ganz isoliert liegt, am liebsten auch noch höher, so auf 1000 Meter, 1500 Meter, in den Pyrenäen oder in den Alpen mit ein bisschen flachen, wäre das, wo man ein bisschen Wiese wäre gut oder so. Und okay, aber dann müsste ich mal sehen, ich habe halt mit dem Sozialgeld, was ich habe, ich bekomme 492 Euro. Davon brauche ich mit den Hunden na, so 250, 300 Euro brauche ich schon, um einfach mein Essen zu haben und mein, was ich so zum Leben halt brauche und mal Benzin für die Motorsäge und sowas. Das heißt, ich könnte einen geringen Betrag davon abzwacken, um jetzt irgendwie was zu mieten. Weil viel kann niemand auch nicht verlangen für einen Mini-Steinhäuschen inmitten vom Nirgendwo oder einen alten Stall oder einen alten Hangar oder was auch immer ohne Strom und mit Wasser aus der Quelle. Ja, Wasser brauche ich, also ich brauche eine Quelle, zumindest nicht zu weit weg. Ich habe keinen Bock auf Nachbarn. Also selbst hier, wo man jetzt ja von den Nachbarn, wenn man jetzt so guckt oder auch auf den anderen Filmen, man, sieht man ja nur Bäume. Aber da sind schon auch Leute, ja, also, und dann sind hier auch die ganzen Jäger und so. Ich meine, Jäger gibt es zwar überall, aber das ist halt hier so eng, das Tal. Und dann, dann sieht man, dann irgendwie ist das diese, einfach so diese Präsenz, die dann da ist. Ich bin ja scheißegal, wenn die jagen, ist ja toll, dann gibt es auch weniger Wildschweine, die mir in den Garten gehen. Okay. Das wäre halt eine Option, der man nachgehen kann. Option 2 wäre, ich versuche irgendwo ein paar Tausis herzukriegen. Leihen, vielleicht, keine Ahnung. Aber dann, wie soll ich es dann zurückzahlen erstmal? Vielleicht leihen und kaufe wieder ein LKW. Aber baue den dann nicht aus, sondern schmeiß mein ganzes Zeug da rein und campe dann neben meinem LKW und meinen ganzen Zäunen und Wasserbehältern und Generatoren und was, ein ganzes Werkzeug und alles. In der Hoffnung, dann irgendwie wieder was zu finden. Oder halt auch, ja, absolute Überlegung auch, nochmal das Land zu wechseln. Jetzt also Frankreich. Im Grunde ist das ja alles illegal, was ich lebe. Ich meine nicht, dass es mich weiter stört, aber die Gesetze und Restriktionen, die werden hier auch immer schlimmer. Also das ist jetzt im Moment hier so, wie in Deutschland vor 20, 25 Jahren, ja. Also immer weniger Freiheit und immer mehr Regeln. Was natürlich auch daran liegt, dass es immer voller wird, weil ihr ja alle jede Menge Kinder machen müsst, ständig, überall. Na gut, das also jetzt dann LKW und dann versuchen Terrain zu finden und dann aber, also von den Kosten her, ich weiß nicht. Jetzt habe ich mal geguckt dann, jetzt ja, so was ich mir vorstelle, die Größe und so, ja, also 5 Mille muss man schon hinlegen, 5000,
wenn man was haben will, wo man nicht ständig mit liegen bleibt und was auch ein bisschen groß genug ist, um laden zu können und so, dann kommt dann da in dem Fall auch nochmal die Versicherung hinzu. Das ist dann auch nochmal ein Tausi pro Jahr oder so. Ja, Steuer gibt es hier ja nicht. Kfz-Steuer, sowas gibt es hier nicht. Ja, oder dann Möglichkeit 3. Ich verkaufe, was ich kann, was nicht viel. Meine Motorsense vielleicht, hab ich auch gebraucht und war ganz billig. Eine gebrauchte, billig Motorsäge. Der Ofen, könnte man vielleicht 200 Euro für kriegen. Und mein kleiner antiker Gasherd, wird auch vielleicht jemand drüber freuen, der in einem LKW lebt oder so. Ja, dafür hatte ich ihn ja damals gekauft. Den habe ich ja gar nicht gekauft, den habe ich ja geschenkt gekriegt, aber dafür habe ich ihn dann halt genommen. Und ja gut, und dann die zwei, drei Sachen, die ich so habe, verkaufen, den Rest verschenken und den Rest davon dann wegschmeißen. Und dann geht's dann, gebe ich aber auch die Hunde ab, weil das ist mir sonst zu stressig. Und dann geht's, dann wird's dann wieder losgehen mit dem Rucksack und meiner Gitarre. Aber ich bin jetzt 50, also irgendwann ist dann auch mal gut. Also wenn das hier jetzt irgendein deutscher Althippie sieht oder Engländer oder wer auch immer jetzt überhaupt das Deutsch jetzt versteht, der dann noch irgendwo ein paar Hektar Brachland irgendwo in den Pyrenäen hat, wo er mal im Tipi gestanden hat vor 100 Jahren oder was weiß ich. Ich brauche ein Stück Land, am besten in den Pyrenäen auf 1000 bis 1500 Meter und ich bräuchte ungefähr so 5 Hektar mit einem anständigen Pachtvertrag. Und ansonsten ist mir der ganze Restschnurz eigentlich egal. Wenn es einen Weg hoch gibt, okay. Wenn es keinen Weg hoch gibt, finde ich eine Lösung. Hier war auch kein Weg, als ich ankam. Hat 2 Monate gedauert, alles hier hochzubekommen und gleichzeitig immer mal ein paar Stunden jeden Tag den Weg zu machen. So, das wäre so, was ich suche. 1500 Meter, so 5 Hektar. Wenn ein paar Wiesen dabei sind, wäre es noch besser. Also größer ist auch gut, aber ich brauche halt was, wo ich meinen Biogarten machen kann und ich brauche Wasser für mich und die Hunde. Und ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel. Okay. Und dann, und dann irgendwie Pyrenäen, ich sage jetzt mal Pyrenäes Oriental, Pyrenäes Atlantik Baskenland oder in den Alpen. Das wäre so meine Suchrichtung, das ist so meine Suchrichtung im Moment. Also falls jemand da was kennt, bitte Kommentar hinterlassen oder mich auf einer meiner E-Mail-Adressen, die ich dann in der Description da, in der Kommentarspalte von diesem Video dann nachher lasse. So, ja, das ist dann jetzt so der Update. Jetzt habe ich nächste Woche Geburtstag. Jetzt habe ich mir gesagt, so, ich habe jetzt diese 3 Möglichkeiten oder diese 3 Wege, die ich gehen kann. Und jetzt habe ich ja noch eine Woche Zeit bis zu meinem Geburtstag. Und an meinem Geburtstag werde ich mich dann entscheiden, welchen dieser drei Wege ich verfolge. Weil, wie gesagt, ich muss auch einkalkulieren, dass ob ich es jetzt in den Möbeltransporter lade, mein Zeug, oder auf die nächste Müllkippe fahre, es erstmal schon mal ganz viel Zeit in Anspruch nehmen wird, dieses ganze Zeug überhaupt von hier oben nach da unten hinzubringen, irgendwo, wo man mit dem Auto ran kann. Ja gut, aber das habe ich mir so überlegt. Eine Woche, um überhaupt erstmal klar zu werden, welche Richtung ich dann nehme. Ja, und dann gehen die Dinge dann seinen Weg, ihren Weg. Und so gern ich auch so lebe, wie ich lebe jetzt gerade in einem Haus mit Garten und Land,
ist es aber gleichzeitig auch irgendwie sehr frustrierend, dass man dann damit nicht mehr machen kann. Weil es war ja hier schon das Problem, ich komme hier an, erst erzählen sie mir, ich kriege ja irgendwelche Zuschüsse oder was, jetzt meine Idee war ja erstmal durch den Verkauf von Brennholz, dass ich hier schneide und dann runterbringe und verkaufe, erstmal ein bisschen Kohle zu machen und dann mir so eine Mini-Landwirtschaft quasi zu machen. So. Also basiert hauptsächlich auf dann entweder dann auf dem Verkauf von Brennholz erstmal oder dann auch eventuell als Dienstleister. Und da hatte ich mir damals überlegt, das war so das Ursprungsprojekt, drei, vier schottische Hochlandrinder. Und weil man hier ja überall durch die Berge hinkommt und dann halt zum Beispiel anzubieten, dass Besitzer von großen Grundstücken mit viel Wald und so, dass ich dann mit den Hochlandrindern da grasen, also die fressen ja auch Dornbüsche und alles, also da sauber mache, ja, weil wegen Feuergefahr und so. Aber ich bin da ja flexibel, also ich kenne mich halt mit schon einer ganzen Reihe von Dingen aus. Und kann mich dann halt wenn ich jetzt einen neuen Platz finde, mich dann halt dementsprechend anpassen. Sei es jetzt, dass ich jetzt eine Feuerholzgeschichte mache, eine Brennholzgeschichte starte oder Hochlandrinder oder. Und das Problem war halt ganz klar, also wenn ich jetzt auch mal nur mal ein Minimum an Hilfe gekriegt hätte vom Landkreis hier der Conseil General ist, die jetzt mal gesagt hätten, komm hier, hast du jetzt mal 2, 3 Mille, kannst dir einen Traktor kaufen und um das Holz dann runter zu transportieren oder so. Aber es gibt ja nichts. Also arm sein ist okay, da so von der Hand im Mund zu leben und dann alle Jubeljahre, Monate mal hat man Glück und findet ein paar Stunden Arbeit irgendwo. Das scheint okay zu sein. Aber wenn man wirklich was machen will und nicht das machen will mit Kredit aufnehmen und Banken und diesem ganzen Schrottsystem, das ihr da unten habt, dann gibt es nämlich gar nichts. Weil das muss natürlich vermieden werden, dass Leute anfangen, autonom zu werden. Also autonom im Sinne von sich ihr Essen einfach selber herstellen und nur noch ein absolutes Minimum irgendwie da unten Geld ausgeben oder Geld brauchen überhaupt. Also solche, und das ist ja eher so meine Idee so. Nun, Kollektivmensch bin ich nun überhaupt nicht, also irgendwelche Kollektivangebote lass stecken. Ich bin halt also absoluter extremer Individualist und bleib das auch. Ich fühle mich damit auch wohl so. Das ist so, das bin ich. Alles andere bin ich nicht. Kann ich alles mal sein für eine Zeit lang, aber irgendwann kommt mein wahres Selbst dann immer raus. Ja, okay. Das war's jetzt. Will es nicht so lang machen, das Video. Wollte jetzt auch noch mal sehen, wie das jetzt funktioniert mit dem neuen Stativ. Und vom Sound her und so. Und jetzt nichtsdestotrotz, ich jetzt hier weg muss. Werde ich auf alle Fälle noch, weil selbst wenn ich jetzt mit dem Rucksack wieder losziehe, da das Stativ, das wiegt nichts und die Kamera schon gar nicht. Und mein Telefon behalte ich eh. Da kann man zum Sachen hochladen und so. Und also das verfolge ich jetzt noch weiter. Und werde jetzt halt zum Thema Umzug und dann auch eventuell neuer Platz, neues Glück, neue Projekte und so versuchen, regelmäßige Updates hier hochzuladen. Und dann wer auch immer daran interessiert ist, weiß dann, was so los ist im Moment. Okay, ich habe jetzt eine Tasse Tee und lasse es nicht wieder so lang werden, das Video, um zu vermeiden, dass da so viele Gigas hochzuladen sind. Weil dann manchmal mit dem Modem, das läuft dann heiß und dann läuft das nicht und dann muss ich wieder von vorne anfangen und so. Okay, schönen Sonntag allen. Bis dann. Sonntag ist ja erst morgen, oder ist das heute?